Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prizon Architektos. Ich lasse einfach mal auf schnell laufen, weil gibt Moneten. Ja, jetzt soll ich auch gar nicht da sein. Ich hör auf. Hier wird überwacht. Da ist warum auch immer keiner, obwohl ich einen deployed habe. Was soll ich machen? Brauche ich jetzt sonst noch... Pardon, my French. Ah ja, ich muss gucken, hier wegen Armory and Kennel. Ich kann Armed Guards einstellen und ich werde jetzt auch welche einstellen, weil jetzt habe ich die Moneten für. So, guck mal, die Medizin. Eine Ecke. Nicht schlecht. Und die Dockhändler kann ich mir jetzt auch leisten. Das heißt, die stelle ich auch zwei ein. Die habe ich ja nicht umsonst auch auf Patrouille geschickt. Hat sich eigentlich, glaube ich, nur wegen dem Grand, aber ich glaube, das ist auch nicht verkehrt. Ganz ehrlich. Einer ist gestorben zum... Was ist denn hier los? Oh, ich brauche dann auch noch eine Einstufung. Oh ja. Ich muss mal gerade mein Programm, meine Policies überprüfen. Up Max. Supermax meine ich eher. Ja, nein, ich habe aber keinen Supermax. Fuck, ich brauche jetzt noch irgendwas, wo Supermax ist. Die kriegen dann solche Zellen so ungefähr. Wie viele sind... 10 in Solitary und 5 kommen dann noch rein. Auch nicht schlecht. Ja, aber das war schon schlimmer. Ich glaube, wir hatten am Anfang irgendwas mit 30 rum. Und das bei sehr viel weniger Gefangenen. Supermax existiert kein einziger. Ja, egal. Wir machen das jetzt einfach so. Wir kommen auf Supermax und jetzt ist halt aktuell noch Shared. 72 Stunden. Kann man ihn noch höher machen, aber lass mal erst mal so. Da, komm, hört auf, euch die ganze Zeit gegenseitig umzubringen. Ah, wenigstens ist der auch sofort auf Supermax. Gut, dass ich das gerade noch umgestellt habe. Der ist jetzt Supermax. Der kann sich jetzt ficken. Und die werden jetzt auch entsprechende Einstufungen dann bekommen, wo sie nicht hin dürfen. Muss ich... Ich glaube, das arbeite ich jetzt am besten mal direkt durch. Gucken wir mal. Hier, Regime war das. Maximum Security kriegt Schlaf, kriegt auch Schauer, aber ich würde sagen, Max und Supermax kriegen zu anderen Seiten Schauer als Minimum und Normal. Die kriegen dann nämlich hier Schauer. Na? Ja, das heißt aber auch hier Schauer kriegen. Und hier seid ihr im Lockup. Allesamt. Auch ihr. Freetime werde ich denen, sobald dieses Ding da endlich weg ist, auch wieder wegnehmen dann. Aber das fällt mir gerade auf, dadurch kann ich die Policy gerade nicht so anpassen, wie ich sie haben will. Also muss ich jetzt noch weitere 47 Ingame-Stunden warten. Verfickte Scheiße, Alter. So ein Mühl, Alter. Als ob das nicht gerechtfertigt wäre. Sind sie denn jetzt überhaupt alle gefüttert? Ach. Zu viele Fix gebe ich eigentlich nicht mehr. Aber ich sollte hier drüben dann auch noch Kantine und Küche nochmal bauen, damit halt auch ausreichend versorgt wird eigentlich. Leiste ich mir auch einen weiteren Psychologen? Ich bin mir da nicht so einig. Ach, ich lasse es erstmal. Ich gucke aber nochmal, was es hier noch für Programme gibt. Vor allem daran sind sie interessiert. Okay. Der ist aber jetzt gebaut, das heißt jetzt Miss Holmes booked. Bist du behindert? Ach, könnte es daran liegen, dass die alle noch Taser machen jetzt, die... Nee, Taser habe ich gar nicht. Das geht ja auch nicht wahrscheinlich. Gastraum existiert. Behavioral Therapie. Das ist Infirmary. Das ist... Hä? Okay. Gucken wir doch mal. Guard Taser. Das geht. Ist ja schön. Könnte ich es hier ändern? Achso, das sind die ganzen Guards. Oh, okay. Gut, dann mache ich erstmal das. Das wird jetzt auch eine gute Menge Schotter kosten dann. Aber dafür haben sie alle Taser. Und das hilft. Das hilft. Safe. Eine gute Ecke hilft das. Die gut, die latschen da rum. Ah ja, und wir haben jetzt Armed Guards hier irgendwo rumgondeln. Das dürfte das Danger Level auch nochmal theoretisch hochpushen, aber gleichzeitig auch ein bisschen unten halten, weil ich gebe denen sofort Free Fire, wenn es sein muss. Sofort. Dürfen alles niederballern, was sie wollen. Common Room brauche ich jetzt aktuell eigentlich gar nicht, aber egal. 4 von 9. Kommen da noch welche? Ja, da kommen da noch welche. Ist ja schön. Dann machen wir es jetzt aber erstmal so, dass ich hier Concrete Building... Ich glaube, ich kopiere mir das hier von da unten 1 zu 1. Das war 23 mal 25. Gut. Bauen wir das doch einfach mal hier an. Oh, ich habe mir nicht gemerkt, wie rum.
25 Breite, okay. 25 Breite, 23 hoch. Zackeri, bap, kap, kap, pap, kap. Hier wird die Wall demolished. Das heißt, ich kann eigentlich die Fans kann ich eigentlich langsam lassen. Ich baue momentan noch zu viel aus. Das hat nicht viel Sinn. Krieg noch eine Entrance. Hab dich mal nicht so. Large Tail Door. Da unten ist die Küche. Das soll ich da oben hin machen. Zack. Da unten kommt dann eine Staff Door. Zack. Hier habe ich das hier unterteilt mit Serving Tables und ein Stück Mauern. Das mache ich dann auch nochmal. Das fällst du jetzt. Disaster. In der Toll Section Facility. Oh. Okay, ich krieg nochmal eine extra Ecke Prisoners anscheinend. Gut. Dann ist es halt so, was soll ich machen? Gucken, was daraus wird, ne? So, sobald ihr das gebaut habt, gucke ich, wie viel die Küche hier hoch ist. Ja, das mache ich eigentlich jetzt direkt mal. Von Mauer zu Mauer. 9. Okay, das heißt, innen sind 7. Das heißt, hier sind es praktisch 7 und dann da oben kommt die Mauer hin. Okay. Es schneit. Fuck. Ach, fuck it, lock open. Das fuckt sonst zu sehr ab. Dann escaped halt der ein oder andere. Was soll ich machen? Erstmal sterben sie. Der will abhauen. Der will abhauen. Mach doch was! Ja, und einer ist escaped. Ah, fucking Tunnel, Alter. Ja, genau, deswegen braucht man die eigentlich auch. So, remove den Tunnel. Okay. Dann konkret, das war 3 Stück. Gut. 7. Das heißt hier. 3 konkret. Da war eine normale Tür drin. Kommt da auch eine normale Tür rein. So. Papp. So. Und los. Ah ja, ich sollte vielleicht auch Electric Stuff da hochbauen. Das ist eine Idee. Ja, der Escape Master. Ist der eine echt entkommen, der mit dem Schlüssel da oder? Keine Ahnung. Das ist, oh, das wollte ich gerade sagen, mit Cashflow ist es natürlich schlechter. Das ist aber gar nicht der Fall. Oh, oh, okay, ja, ich bin hier etwas überfüllt. Ja, die müssen jetzt ja wahrscheinlich alle in die Holding Cell wegen den Prisoners da, die extra Prisoners, die da reingescheppert sind. Reingescheppert wurden wohl eher. Ich hatte jetzt nicht unbedingt die große Wahl. Ich konnte nicht sagen, nein. Die haben nämlich gesagt, ist uns egal, was du sagst. Fick dich. Okay, ja. Oh, ich kann es hier noch größer machen. Aber die Serving Tables. Egal. Objects. Serving Table. Zack, 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 zack. 1, 2, 3, 4, 6 Cooker und 6 Fridges und eine Sink. Cooker. So, 3, 4, 5, 6. Mach doch jetzt. Fridge. 1, 2, 3, 4, 5. Hab ich das in die Mitte? Hab ich. 1, 2, 3, ja. 1, 2 laufen halt voll gegen, ist mir egal. Machen wir es dahin. Zimmerlieb. Und dann noch eine Sink. Die kommt dann da drüben hin. Möchte es wirklich 1 zu 1 kopieren? Okay. Ein Abstand. Sind halt 2 gestorben heute, mein Gott, passiert. Kann man mit leben. Achso, da fehlt auch noch, okay. Und dann da oben. Boah, okay, habe ich ein bisschen crowded. Das mache ich dann jetzt aber ein bisschen besser in dem Sinne. Okay, Metalldetektoren brauche ich. Fuck. Metall. Zack. Zack, zack. Because Metal is life oder so. Sagt ein Nicht-Metal-Hörer. Zack, zack. Immer mit einem Abstand dazwischen. Und ich kann es aber eins rüberschieben. Und das werde ich auch machen. Beziehungsweise ich schiebe es 2 rüber. Aha, okay. Jo. Table. Table. So.
Genau, dann machen wir es von unten nach oben auch. Zack. Ich glaube, so hatte ich den Abstand gesetzt. Hatte ich auch, ja. Und da ist dann noch eins Platz. Das sind zwei Platz, warum auch immer. Da sind auch zwei Platz. Das. Nee, Quatsch. Ach. Ich hab kurz Zeit, mir da jetzt so im großen Ausmaß drum zu kümmern. Es ist halt jetzt so. Also, es wird ausreichen, darauf kommt's an. Drei Escapes. Du kommst dahin. Wo escapen die denn alle? Wie escapen die denn alle, bitte? Uff, okay. Ah ja, noch immer da oben. Da ist noch immer nicht ausreichend removed. Muss ich auch noch weiter ausbauen. Und Benches brauche ich ja. Bench. Ist da. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Ah, ich habe da unten, glaube ich, freigelassen, was Benches angeht. Damit die besser durchgehen können. Das werde ich jetzt auch gleich nochmal checken. Habe ich. Ja. Gut. Sehr gut. Ihr wollt hier nicht weiter ausbauen, kann das sein? Machen wir jetzt hier schneller. Jetzt muss ich vor allen Dingen hier auch gleich ausbessern. Das war bei Logistics, glaube ich. Na, bei Deployment wurde ich. Es ist nämlich kein Staff Only mehr, aber muss ich jetzt. Was zum Fick? Okay. Free Fire. Kriegt ihr das in den Griff oder brauche ich Emergency Help? Ich könnte Emergency Help brauchen. Jo, ich glaube, bevor die mir alle wegsterben, hole ich mir dann doch mal. Ups. Emergencies, Riot Police, einmal bitte. Danke. Schnell. Hinne machen. Kommen die da rein? Ja, die kommen rein. Oh, ich höre auch Schüsse. Alter. Okay, die klären, ich merke. Da wird rumgeschossen, heilige Scheiße. Dan kommt. Raus. Da hinten ist noch, ja gut, da riotiert nur einer oder so. Heilige Scheiße. Das ist ein bisschen eskaliert hier. Habt das jetzt hier mit eurem Drecks rumrioten? Nein, offenbar noch nicht. Das lasse ich doch erstmal auf Free Fire. Da sind noch immer Leute, die nicht geil sind anscheinend. Ja, das sind noch immer Gefahrenpunkte. Kommen aber zum Glück alle her, ist doch schön. Man, sind mich gleich alle niedergeschlagen. Ein paar von denen würde ich einzeln bitte dahin schicken. Haben die es jetzt alle? Hier. Augenscheinlich haben sie es. Okay, dann könnt ihr jetzt wieder abziehen. Free Fire lasse ich an, was zum Fick. Alter. Jetzt ist abgegangen hier. Alle injured, Alter. Okay, jetzt muss ich erstmal checken. Ich habe nur noch 34 Guards. Das heißt, ich muss noch mehr Guards einstellen wieder. Uff, okay. Machen wir das noch auf 40 erstmal. Das ist eigentlich auch nicht genug, aber ich meine, jetzt ist gerade noch ein bisschen eng mit Cashflow für mich. Möchte ein bisschen extra haben, ne? Ja, komm, verprügel die Scheiße aus ihm raus. Ja, geht doch. So, jetzt gibt's noch einen Shakedown. Jetzt reicht's. Das war jetzt früh, wo das ist. So, und hier kriegst du noch ein bisschen Wasser. Dann legen wir das mal da lang. Danke an alle, die Gesundheit gesagt haben. Also nicht an Freddy. Kenn dich ja. Strom liegt auch noch nicht.
GG. Dann machen wir es doch jetzt mal hier, dass wir nicht Perimeter. Fence ist es. Hier nochmal hochziehen. Bisschen. Zack. Zack und zack. Machen wir da oben noch eine Jail Door rein. Und jetzt muss ich auch direkt das Deployment, beziehungsweise die Patrols ändern. Die werden nämlich nicht ausreichend rumgehen, denke ich mal. Okay, hier bei den zwei Bäumen da. Oh, sehe ich hier gar nicht, die Bäume. Ja, schön. Ja, ist ja lieb von mir. Danke. Super. Okay, hier geht's außen gut drumrum, aber da oben wahrscheinlich nicht. Deswegen mache ich hier mal so. Ne, kriegst du hier nochmal ein extra Ding. Uff, das ist jetzt gerade ein bisschen eskaliert. Hier muss ich dann auch noch, hier mache ich dann glaube ich noch Türen rein, so. Diese komische Door. Remote nicht, sondern Dogcrate. Ja, ich suche irgendwas anderes. Roadgate. Ah, das heißt Roadgate, deswegen. Zack. Zack. Und dann machen wir dann erst einmal auch Fans lang. Machen wir das ja so. Vor allem müssen die Leichen jetzt auch alle wegkriegen, Alter. Ich glaube, ich brauche echt bald ein eigenes Krematorium. Da liegen eine Menge Leichen rum, ey. Ja, es sind auch gerade alle voll ausgelastet. Hm. Schön. Macht Spaß. Fucking Hellmite. Ach, hier wird nicht überwacht, deswegen habe ich gerade gedacht, hä, warum sieht man nichts? Dormitories, stimmt, ich wollte mehr Dormitories bauen. Das mache ich, glaube ich. Hm, ja, da oben dann. Vermutlich. Eventuell. Ah, das werde ich ja gleich sehen können, ob das hier passt mit dem Deployment. Gucken wir mal. Ja, also schön. Ah, da unten passt es aber nicht mehr. Blöd. Dog Patrols. Ja, die laufen auch durch den Classroom durch. Ist auf jeden Fall klug. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen vorher gucken sollen. Zack. Zack. Und wieder da runter. Zack. Ja, da oben ist irgendwas kaputt gemacht worden. Okay. Ah ja, Remove Tunnel. Hier. Ach, ist schon angesetzt. Okay, ich habe nur nicht genug Arbeiter. Gut. Dann ist es ja so. Wieso ist schon wieder einer tot? Der gekündigt oder so? Achso, 39. Also, ich habe 35 Guards und hier zwei Dockhandlers und zwei Armed Guards. Hm. Mach mal echte 40 draus. Das hat jetzt zwar ein bisschen gezogen, aber ich glaube, wir brauchen es. Gut, dass ihr da schon hinliefert, ohne dass das hier eine Kitchen ist. Ah ja, hier werde ich dann auch mal eine Tür einbauen, würde ich mal sagen. So eine Large Jail Door. Machen wir die da unten hin oder da hoch? Machen wir die mal weiter oben hin. Machen wir die mal. So, also da. Dann kommt das alles hier hin und kriegt hier Futter. Zumindest vermutlich. Weiteres wird sich noch ergeben. Wie die Franzosen. Ich habe den Gefühl schon ein bisschen zu oft gebracht. Alles High Prisoners jetzt hier. High Security. Hab das jetzt eigentlich mal 18 Stunden, okay. Noch so ungefähr ein virtueller Tag, dann ist das auch endlich vorbei und dann kann ich denen wieder weniger Free Time geben. Und be assured, das werde ich machen. Ah ja, jetzt muss ich hier Guard Station hin. Irk, okay. Stuff. Ah, die gehen da gerade so noch richtig durch. Machen wir es mal ein bisschen so. Zack. Zack. Und dann gehen sie dementsprechend hier so einen Weg. Nein. Die geht weg. Das geht auch weg. Okay.
aber bedeutet, ich brauche... Scheiße. Oh, hi Timer. Mach mal doch mal ein bisschen anders noch. Mach mal hier den Abstand ein bisschen höher, damit ich so machen kann. Nein. So, ist der jetzt auch vorbei? Zack. Machen wir das jetzt so. Nein, kein Gas zuordnen. Dann kann ich hier nämlich so machen. So. Und dann kann ich hier einzelne Guards stationieren. Und die latschen dann nicht auf der anderen Route rum, wo sie gar nichts zu suchen haben. Oh. Ja, Dog Patrols wollte ich schon zwei haben, danke. Ja. Das ist jetzt eigentlich nicht das Ziel, aber okay. Armed Guards sind hier am Patrouillieren. Ja, gut. Dass du da nicht lang patrouillieren kannst, das kann ich sogar verstehen, weißt du. Zack. Ja, nee, nicht noch eins. Ich habe nur zwei, Bruder. Wir werden da wahrscheinlich auch noch welche hin platzieren müssen. Das ermittle ich aber im nächsten Part. Wenn die auch endlich mal dieses gottverdammte Scheiß-Ding hier bauen. Was hoffentlich auch noch passiert. Und bis dahin hoffe ich, euch hat der Part gefallen. Und bis zum nächsten Part. Haut rein, Leute. Tschüss.